Jo, meine Freunde, Farid am Start. Heute mal mit einer kleinen Roomtour. Ich zeige euch mal meine Werkstatt. Wollte ich euch ja schon länger mal zeigen. Ich zeige euch mal jetzt die Räumlichkeiten, die Werkstatt, wie sie aufgebaut ist, wie es hier so drin aussieht im Groben und Ganzen. Und seid gespannt. So, also hier ist der Eingangsbereich. Ne? Wir haben hier ein großes Tor eigentlich, was auch sehr hoch aufgeht. Wir könnten jetzt. Hier kann sogar LKWs reinfahren, wenn wir wollen, aber wir fahren uns aufs Tor immer nur zur Hälfte auf, weil wir müssen es ja nicht immer komplett bis oben hin auffahren. Genau. Hier haben wir einen, der ist jetzt gerade dreckig, den habe ich hier von so einem, vom Schrottplatz ergattert, den Wagen. Den Wagen war ich hier die Hälfte. Also ich habe es nicht gebaut, ich habe das so bekommen. Der stand mal bei Snipes, bei diesem, über den Schuhgeschäft Snipes. Auf jeden Fall waren mal hier Schuhe drin und da ist auch Beleuchtung und so und ja. Gut, gehen wir mal rein. Hier ist unser privater Bereich, unser Pausenraum. Kannst ja mal kurz einmal so reinfüllen. Ist jetzt nichts Großes, nichts Kleines. Halt unser Pausenraum, wo wir halt in der Pause zusammensitzen und essen und trinken und zum Feierabend auch manchmal hier drin sitzen und was trinken. Ja. Genau, dann geht es hier weiter. Hier rechts ist quasi unsere Abstellfläche für die Fahrzeuge, wo die Motoren draußen sind, wo die Fahrzeuge halt, wenn es ein bisschen länger dauert, dann schieben wir die halt hier hin. Ne? Genau, hier steht unter anderem mein E30. Auch ein Projekt, muss ich ehrlich gesagt, das ist mein Fehler, muss ich mal langsam wieder weitermachen, weil ich habe das echt ein bisschen schleifen lassen. Das ist echt ein traurig. Jedes Mal, wenn ich den Wagen hier sehe, denke ich mir, meine Güte, ey, der sieht so schön aus und warum machst du nicht endlich weiter? Der Motor steht übrigens da hinten. Hinten unten im Regal. Und ja, werden wir auf jeden Fall weitermachen, wenn wir die Zeit dafür haben. Dann haben wir vier Hebebühnen. Ne? Da oben kann man es lesen. Oben rechts auf der Bühne habe ich da die 1, da ist die 2, 3, 4, so nach dem Uhrzeigersinn habe ich das halt damals angeordnet. Genau, wir haben damals zum Beispiel, als ich die Halle neu bekommen habe, haben wir hier auch den, das sieht man auch auf der Homepage, ich muss mal gucken, ob wir die Bilder einblenden können, wie das hier damals aussah. Genau, im Bagger haben wir hier die vier Löcher gegraben, quasi für die Hebebühnen, um da später die Fundamente zu setzen. Mit Stahlbewehrung haben wir da geholt. Dann kamen Betonmischer, 8 Kubik, also 2 Betonmischer kamen. Für 8 Kubik Beton, den wir hier eingefüllt haben. Ja, und dann habe ich die Bühne aufgebaut. Habe ich übrigens selber gemacht. Alles, also das meiste habe ich selber gemacht. Mit dem Bagger, das hat meine Freundin und meine Schwester, die haben es zusammen gemacht. Das ist ausgestemmt und aufgebaggert. Nach dem Beton kam eine Firma, die hat den Estrich gemacht. Ja, dann haben wir es alles trocknen lassen. Und derzeit, wo es getrocknet hat, haben wir angefangen, die ganze Elektrik. Weil diese Kabelkanal, den wir da an der Wand siehst, ne? Diesen Kabelkanal, den gab es vorher nicht. Den haben wir. Da haben wir quasi einen Schaltplan gezeichnet, einen großen, damit wir halt die Strom für die Hebebühne haben. Strom an den jeweiligen Arbeitsplätzen haben wir halt Strom. Starkstrom haben wir. Da hinten haben wir halt ein Schwerlastregal auch, wo wir alte Motoren und ja, viele Motoren. Nur die meisten sind halt defekt. Ich habe noch keine Zeit gehabt, die zu reparieren, beziehungsweise manche nehmen wir auch als Ersatzteilspender, sage ich mal. So sieht es halt in der Werkstatt aus. Das sind 340 Quadratmeter circa. Genau, gut isoliert vor allem. Also im Winter ist es nicht kalt. Es ist gut voll auch, weil wir auch, wie ihr seht, ständig Motoren außen einbauen. Ja. Den Wagen werdet ihr noch sehen in einem anderen Video. 25 Diesel mit Steuerkette. Da drüben war ein 7er, wo der Motor gerade draußen ist. Ich würde sagen, ich zeige euch mal das Büro, wo die ganzen Videos entstehen. Ja. Und zwar die entstehen dann hier. Hier ist quasi unsere kreative Ecke. Hier sitzt meistens der Kameramann, der jetzt auch gerade hinter der Kamera ist. Und ich setze mich dann meistens hier hin und gucke mir dann an, was er da zusammengeschnitten hat. Und ja, und dann manchmal ändern wir ein, zwei Sachen, aber in den meisten Fällen müssen wir da nichts ändern, weil es schon alles harmoniert. Er ist ja mittlerweile jetzt auch schon ein Jahr, bist du jetzt da, ne? Ja. Genau ein Jahr jetzt? Mhm. Genau. Bei 1000 Daumen nach oben können wir euch mal die Kamera mal zeigen, den Kamera-Finlay. Kameramann Finlay. Genau, sieht auch alles ein bisschen rundlich aus, weil ich habe hier noch ein paar andere Sachen zu stehen. Ja. So sieht es hier aus. Dann haben wir hier unser Kundenbüro. Wenn die Kunden kommen, können die sich hier anmelden und sehen meistens dieses Gesicht in dem Büro.
Und sie ist zuständig, sie macht das Telefon, sie beantwortet die E-Mails. WhatsApp-Business beantwortet sie auch meistens, beziehungsweise wenn da technische Fragen kommen, dann zeigt sie mir die und dann beantworten wir die zusammen quasi. Und halt, ja, ich habe ein bisschen meinen privaten, wie soll ich sagen, sowas gehört eigentlich nicht in die Werkstatt, ja, nur Traverse. Aber Leute, die mich kennen, wissen, ich bin so ein bisschen verrückt in Sachen Musik und Lampentechnik. Ich mag so halt dieses, ja, deswegen habe ich mir so, ich habe mir jetzt günstig, ich habe die Traverse hier für einen Huni bekommen und ich dachte mir, gönnst du dir, ne? Weil sowas ist, glaube ich, auch sehr teuer. Ich habe ja hier auch zum Beispiel hier so eine Partybeleuchtung, haben wir hier schon 1-2 Underground-Geburtstagpartys gemacht haben. Ja, das ist auf jeden Fall meine Halle, meine Werkstatt. Die ist auch relativ hoch. Also so in der Mitte ist sie, keine Ahnung, ich würde schon sagen, um die 8 Meter, 9 Meter hoch. Ja. Ich kann ja nur mal draußen die Parkplätze zeigen, die wir auch noch haben. Guck mal hier lang, ne? Ihr habt ja gerade gesehen, die Halle ist komplett voll mit Autos. Es waren bestimmt, keine Ahnung, 8-9 Autos, die gerade drin stehen. Wir haben echt viele, sehr viele Anfragen und sehr viel Zulauf, sehr viele neue Kunden, was mich natürlich sehr freut. Auf jeden Fall ein fettes Danke an jeden einzelnen Kunden, der herkommt, der sich meldet. Ohne euch würde ich das alles gar nicht machen können, sage ich mal. Auf jeden Fall ist das hier unser Parkplatz. Sieht gerade ein bisschen chaotisch aus, durcheinander. Ja, unter anderem da hinten mein grüner E30, ne? Den habe ich jetzt, den habe ich ja erst aus der Garage geholt, weil ich ihn fahren wollte. Und genau hier ist die Spritpumpe kaputt gegangen. Muss ich noch reparieren. Ich habe mir übrigens noch ein neues Auto geholt. Wollen wir kurz anteasern? Ich wollte schon immer einen E32 haben. Der ist zwar ein bisschen tief und so, aber der ist geil. Der 300 runter, V8, Büffelleder. Mal gucken, ich habe mit einem Kumpel zusammen gekauft. Grüße gehen raus an Matze. Der Kollege, der letztens auch angerufen hatte, als ich das, als ich den Gebrauchtwagencheck-Video gemacht habe, der da angerufen hatte. Was willst du wissen, Ventil schafft? Ja, was hat er noch für Probleme, der Motor? Der V8? Wasserrohr? Hatten wir schon gerade? Alles klar. Wasserrohr sollte man zwingend in Angriff nehmen, wenn er sowieso schon auf ist, der Deckel. Ja. Und dann gucken wir natürlich nach Spiel. Spiel im Motor. Überall. Ja, Spiel. Ich habe da hinten so einen Golf 6 noch. Den muss ich auch mal reparieren. Habe ich lange nicht gemacht. Den habe ich auch schon anderthalb Jahre oder so. Oder zwei Jahre sogar. Ja. Genau, hier haben wir einen Parkplatz, 2, 3 und der steht quasi in der Einfahrt, ne? Den kannst du ja nicht richtig als Parkplatz zählen, sag ich mal. Achso, ich hatte ja noch überlegt, falls ihr Interesse habt an einem Video von meinem Werdegang, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, dann würde ich sogar, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich in drei verschiedenen Werkstätten gearbeitet. Ich kann da mal kurz anteasern, ich habe eine Ausbildung begonnen. Da ist mein Betrieb damals pleite gegangen. Dann habe ich zu einem anderen Betrieb gewechselt und später wurde mein Betrieb über... Ach, das werde ich euch alles noch erzählen, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall, falls ihr Interesse habt an so einem Video, ich würde sogar zu den einzelnen Werkstätten, wo ich gearbeitet habe, hinfahren und mal die Werkstatt von außen mal zeigen, so, wo ich war, in welchem Stadtteil ich groß geworden bin und so. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann würde ich halt mich ins Auto setzen mit dem Kameramann und zu den einzelnen Werkstätten fahren und euch zeigen, von wo ich nach wo umgezogen bin und dies und das. Und genau, liken und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr mehr sehen wollt, und wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus. Peace, Leute.